Hey YouTube, es ist euer Mann Sharks und heute habe ich großartige Neuigkeiten für euch. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen herausgefunden, dass es noch ein Entwicklerstudio gibt, das es sich zum Ziel gemacht hat, ein Paragon 2 zu entwickeln. Die Rede ist von Prime X von Team Sulif. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Lol. Da ich bisher noch keinen deutschsprachigen Kanal gesehen habe, der auf dieses Thema tiefer ins Detail eingegangen ist und weil ich mal vergleichen möchte, wie sich meine Reichweite im deutschsprachigen Raum zum englischsprachigen verhält, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dazu mal ein Video auf Deutsch zu machen. So ziemlich dasselbe Video habe ich aber auch schon vor ein paar Tagen hochgeladen, da aber auf Englisch. Wenn ihr also alle wichtigen Informationen zu Prime X erfahren wollt, auf Deutsch, dann bleibt dran. Wie schon erwähnt, heißt das Team hinter Prime X Team Sulif, zumindest glaube ich, dass es so heißt. Und ihr könnt mehr Informationen, Bilder und Videos auf deren Instagram-Seite finden und natürlich auf ihrem Discord beitreten, um mehr zu erfahren. Ich habe einfach mal beide Links unten in die Videobeschreibung verlinkt. Es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass dieses Entwicklerstudio an die Öffentlichkeit gegangen ist bzw. publik gemacht hat, dass sie versuchen, ein neues Paragon zu entwickeln, was sie offensichtlich versuchen. Ich glaube, ihren ersten Instagram-Post haben sie am 25. Oktober hochgeladen, ich glaube sogar schon mehrere. Seitdem haben sie aber fortwährend neues Bildmaterial hochgeladen und es sieht echt verdammt hochwertig aus, da muss man sie mal wirklich loben. Bin ich schon erstaunlich, was sie bis dahin auf die Beine gebracht haben. Trotz der vielen schönen Bilder und der guten Videoaufnahmen ist es jedoch relativ unklar, was ihr genaues Ziel ist, denn abgesehen von den kurzen Untertiteln zu ihren Instagram-Posts haben sie noch nicht sehr viel Informationen bereitgestellt. Ich kann daher also nicht genau sagen, welche Größe ihr Spiel am Ende haben soll. So sieht man in ihren Posts zum Beispiel manchmal fast genau die Monolith-Map, andere Male sieht man Agora und auf anderen Posts sieht man auf einmal eine komplett neue Map. Deswegen bin ich mir im Moment noch nicht ganz sicher, ob sie eine ganz große Map aus Kombination von all diesen machen und ob man die Maps, die man in ihren Videos sieht, stellenweise nur für Tests und sowas da sind, um irgendwelche Helden-Reworks mal auszuprobieren oder ob sie diese vorhaben zu kombinieren und wenn, wie und ob sie sich da überhaupt schon im Klaren sind, wie sie das vorhaben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie am Ende eine sehr große Map haben wollen, sogar größer als die Legacy-Map, denn es gibt einen Post, in dem sie meinen, sie hätten die Angriffsreichweite drastisch erhöht. So kann man zum Beispiel sehen, wie Rampage seinen Felsbrocken gefühlte Kilometer weit wegwirft. Dann gibt es wieder einen Clip, wo Twinblast irgendwie auf einen Baum hochgeklettert ist und von dort aus auf Rampage runterschießt. An der Stelle bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das nun nur eine Testmap ist und sie halt vielleicht ein bisschen was ausprobieren wollten mit der Angriffsreichweite oder ob sie wirklich vorhaben, die Map in derartigen Ausmaßen zu verändern und größer zu gestalten. Aber da kann ich mich natürlich auch irren. Was ich cool finde, ist, dass sie die Shadowpads wieder mit einfügen wollen. Keine Ahnung, wie genau sie das machen wollen. In einem Post haben sie nur gesagt, dass sie sie etwas verändert hätten. Deswegen können wir uns da einfach neu überraschen lassen. Direkt Gameplay hat man von den Entwicklern bisher noch nicht gesehen. Alles, was man auf ihrem Instagram-Account sehen kann, sind Player vs. KI-Situationen. Aber was man auf jeden Fall heftig loben muss, ist, dass es sehr flüssig aussieht. Also die Art und Weise, wie Murdoch zum Beispiel seine Basics abschießt, es sieht sehr flüssig aus. Oder in einem anderen Video sieht man auch, wie Gideon herumläuft und seine Fähigkeiten gegen Gegner einsetzt. Und das Besondere ist, jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Grundangriff abfeuern oder eine Fähigkeit einsetzen, ist da eine Art von Erschütterung. Also der Bildschirm wackelt und es gibt eine Art Rückstoß. Ich finde, das wirkt sehr realistisch, das haben sie richtig gut gemacht. Das zu spielen, das mal auszuprobieren, darauf würde ich mich richtig freuen. Sie zeigen auch die Ultimates von verschiedenen Helden. Murdochs Ultimate funktioniert bereits schon, Sevroks auch, was ich ziemlich cool finde. Gideon sieht auch wunderschön aus, wie in alten Zeiten, wenn nicht sogar besser. Und was ich interessant finde, ist, dass sie Twinblast Ultimate wieder verändert haben, wie es früher in Legacy war. Also er hat jetzt nicht mehr dieses LMG, was er so schnell abfeuert. Er hat jetzt wieder diese alte Variante mit dem Raketenwerfer, wo er hintereinander mehrere Raketen abschießt, mit viel größerer Wucht und ich denke auch mehr Schaden für jede einzelne Rakete. Was ich auch noch mit etwas Skepsis betrachte, ist, dass sie offensichtlich den Travel Mode wieder mit einfügen wollen. Die Animation fand ich schon immer ziemlich cool dazu. Bisher sieht das gesamte Spiel natürlich eher visuell sehr beeindruckend aus. Richtiges Gameplay haben wir noch nicht gesehen. Und dazu passen halt auch die Travel Mode Animationen. Aber ich weiß nicht, ob sie das richtig balancen können. Dazu gab es ja auch schon früher viele Probleme und balance technisch hat es irgendwie nie richtig hingehaut. Ich weiß nicht, ob sie das im Gegensatz zu Epic Games richtig machen können und hinkriegen, so dass es funktioniert und alle mit einverstanden sind. Deswegen lassen wir uns doch einfach mal von der Zukunft überraschen. Was ich aber richtig cool finde, und ich hoffe, das seht ihr auch so, ist, dass sie die Paragon Hero Voice Lines
endlich mit ins Spiel bringen. Das ins Spiel mit reinzubringen, finde ich wirklich sehr cool, denn dadurch gewinnt die gesamte Situation einfach an viel mehr Glaubwürdigkeit und es wirkt um einiges authentischer. Es macht einfach auch viel mehr Spaß. Ihr könnt die Heldenstimmen sogar in manchen meiner neueren Videos hören, die habe ich dort gezielt auf die Situation angepasst mit reingefügt und ich finde es wirklich cool, dass Primex dies auch tut. So hat man zum Beispiel immer, wenn Gideon einen Grundangriff abfeuert, dass er eine Art von Uff oder Ah oder sowas macht, halt um seine Anstrengung zu zeigen, oder wenn er seine Ultimate zündet, dann schreit er Into the Void. Finde ich alles schon wirklich sehr cool. Zur Veröffentlichung des Spiels gibt es bisher noch keine konkreten Angaben. Bisher wissen wir nur, dass es voraussichtlich 2020 veröffentlicht werden soll. Wann genau 2020, haben wir jedoch bisher gar keine Ahnung. Da müssen wir einfach die Augen offen halten und schauen, was sich da so tut. Ihr könnt ja auch einfach mal ihrem Discord-Channel beitreten, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das waren alle wichtigen Informationen zu PrimeX, die ich bisher herausfinden konnte. Ich hoffe, du fandest das Video informativ und es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt und mich in den Kommentaren wissen lässt, ob es dir gefällt, wenn ich Videos auf Deutsch hochlade. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, dann abonnier doch einfach den Kanal. Geht ganz einfach, kostenlos und mit einem Klick einfach auf Abonnieren drücken. Schon habt ihr es geschafft. Auf meinem Kanal wirst du in Zukunft alle wichtigen Informationen zu allen Paragon 2 Titeln und ähnlichen Spielen erfahren. Also vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bist. Fort hat zum Beispiel gerade auch erst super Neuigkeiten herausgebracht. Wir haben nun endlich ein konkretes Datum für den Alpha-Release von Fort noch diesen Dezember. Dazu habe ich erst vor kurzem ein Video hochgeladen. Wenn du mehr Informationen dazu erfahren möchtest, habe ich es auch einfach mal in der Videobeschreibung oder in der Infobox oben rechts verlinkt. Das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.